Ich möchte nun eine einfache Technik zeigen, wie man mit Blüten malen kann. Ich erlebe es als eine sehr resilienzstärkende künstlerische Tätigkeit, die gerade auch Erwachsene sehr fasziniert, man aber auch mit Kindern ab dem Alter von 3 Jahren machen kann. Was so begeistert ist, dass man mit Dingen, die man einfach am Wegesrand findet, einen schönen künstlerischen Prozess machen kann. Und es oft etwas Erfrischendes hat, dass man denkt, habe ich noch nie gemacht, ist so einfach, ist einfach da. Und diesen Aspekt, dass man das, was einfach vorhanden ist, nimmt und nichts einkaufen muss im Kunstgewerbeladen, der fasziniert mich selber so. Jedes Bild wird zu jeder Jahreszeit anders, je nachdem, was gerade blüht. Ich habe hier, es ist Hochsommer, verschiedene Schälchen gemacht mit verschiedenen Farben. Das finde ich sehr schön, dass man sich ganz auf den Malprozess dann konzentrieren kann und diese Palette schon da liegt. Zum Papier ist zu sagen, dass das Format von Postkartengröße sich eignet, weil man nicht sehr großflächig malen kann. Und das Zweite ist, dass wichtig ist, dass das Papier ein bisschen saugfähiger ist. Sonst, wenn man ein glattes Papier hat, werden die Farben recht blass. Also Aquarellpapier oder Ähnliches empfiehlt sich. Nun möchte ich zeigen, wie es funktioniert. Es ist ganz einfach. Ich glaube, ich mache einen kleinen Blumenstrauß. Ich habe jetzt die grüne Farbe, mache mir so ein kleines Knäuel. Und am Anfang braucht es manchmal so ein bisschen, bis die Farbe rauskommt. Und kann mir jetzt hier die Stiele malen, die Blätter haben. Kleine Kinder malen einfach gerne nur Farben, wo wir auch schöne Beispiele gleich noch zeigen können. Der Abfall kommt in diesem Fall in mein Abfallschälchen. Wenn ich draußen in der Natur bin, wie gestern bei einem Kinderfest, kann es einfach der Wiese zurückgegeben werden, von dort, wo es gekommen ist. Auch mit den Blüten, wenn es so zarte Blättchen sind, dann mache ich mir ein kleines Knäuel und fange an zu reiben. So. Eine blaue Blume. Man sieht, feinmotorisch erfordert es ein gewisses Geschick, dass ich die Blüten so halten kann. Aber die Überraschung und Freude ist immer groß, wenn die Farbe dann auf dem Papier erscheint. Das Rot ist spannend, das ist jetzt so ein leuchtendes Rot. Und wenn ich es frisch gemalt habe, ist es auch noch rot. Aber dann verändert sich die Farbe nach kurzer Zeit und es wird eher ein Lila. Für Kinder, kleinere Kinder, so 2, 3 Jahre, 4, die feinmotorisch noch nicht so geschickt sind, empfiehlt es sich, ganze Löwenzahnblüten oder solche ganzen Blüten zu nehmen. Die können sie gut greifen und damit auch malen. Oder eben große grüne Flächen, die sie dann in ihre kleinen Hände nehmen können. Und dann auch das Erfolgserlebnis haben. In manchen Jahreszeiten und in manchen Gegenden der Welt, wo ich schon unterwegs war, gerade zum Beispiel in großen Städten, findet man nicht immer eine größere Farbauswahl. Mit den Kindergartenkindern zum Beispiel male ich gerne zum Muttertag Bilder, da blühen gerade die Löwenzahnblüten und dann nehmen wir einfach Grün und Gelb und es werden auch wunderschöne Werke daraus. In einer Stadt fanden wir dann auf dem Wochenmarkt frischen Kurkuma und damit konnten wir auch wunderschöne Bilder malen. Das sind die Bilder von kleinen Kindern gemalt. Und das sind die Bilder, die von den Eltern und Erwachsenen entstanden sind. Schauen Sie, was Sie finden in Ihrem Garten am Wegesrand, auf der Wiese nebenan oder in Ihrem verwelkenden Blumenstrauß. Das Schöne finde ich auch, dass man die Blumen noch verwenden kann, wenn sie schon anfangen zu verwelken.
Eine Sache ist vielleicht noch zu sagen, diese Farben sind noch so nah am Lebendigen dran, dass sie auch ihre Farbe im Laufe der Zeit verändern, speziell wenn sie jetzt im Licht stehen. Das werden Sie bemerken. Ich wünsche viel Freude damit am Experimentieren und sehen, was die Natur uns alles schenkt.